Hallo und willkommen hier bei Kreuzfahrturlauber.de, gemeinsame Kreuzfahrten.de. Bringen wir dich natürlich auch in schwierigen Situationen auf den richtigen Kurs. Und damit willkommen hier zu einem besonderen Video in einer besonderen Zeit. Denn wie ihr wisst, hat ja das Coronavirus auch die Kreuzfahrtbranche fest im Griff. Die meisten Reedereien haben ihren Betrieb erstmal eingestellt. Die Schiffe liegen nun irgendwo im Hafen oder auf See vor Anker. Und ich möchte die Zeit oder die Gelegenheit nutzen, um euch eben ein bisschen auf den aktuellen Stand zu bringen, was jetzt mit den Schiffen gerade passiert, wo sie sind, was an Bord gemacht wird. Und möchte da direkt gerne mal einsteigen und euch zeigen, wie ihr euch auch selbst informieren könnt, wo sich gerade die Schiffe befinden. Denn für den einen oder anderen ist es ja ganz interessant. Und da möchte ich gerne direkt mit dem Marktführer in Deutschland, mit der AIDA Cruises, anfangen. Und zwar haben die ja selbst eine App für iPad, iPhone und andere Smartphones und Tablets, wo ihr euch informieren könnt. Und fangen wir direkt mal an, vielleicht hier in der Karibik. Dort sehen wir AIDA Perla und AIDA Luna sind gerade auf Barbados, haben dort die letzten Gäste abgegeben und warten dann jetzt sicherlich auf die Rückfahrt über den Atlantik. AIDA Diva ist schon unterwegs mit gemächlichen 9 Knoten. Eile ist ja aktuell nicht geboten. Hat sie jetzt mit einigen Seetagen erstmal eine große Distanz zurückzulegen. Auf der Südhalbkugel auch AIDA Mira. Da haben wir sie in Kapstadt, liegt sie jetzt im Hafen. Da gab es ja in der letzten Zeit auch ein paar Informationen, dass die Gäste nicht von Bord durften. Informiert euch da vielleicht auch dann ab und zu mal über den neuen Stand in den Medien, wenn euch das interessiert. Machen wir weiter im Mittelmeer. AIDA Sol liegt im Hafen von Marseille. Hier sehen wir auf der Webcam auch schräg gegenüber die MS Europa 2, denn auch Hapag-Lloyd Cruises hat natürlich den Dienst erstmal eingestellt. Die liegen dort beide im Hafen. Machen wir weiter an der Nordsee. AIDA Mar liegt im Bremerhaven und AIDA Cara liegt gemeinsam mit AIDA Aura in Hamburg in Steinwerder. AIDA Bella liegt im Hafen von Athen. Das ist jetzt auch schon eine Weile lang. Die Reisen wurden abgesagt, die im Mittelmeer geplant wurden, nachdem ja die Asiensaison sowieso schon vorzeitig beendet wurden und AIDA Bella gemeinsam mit AIDA Vita aus Asien zurückgezogen wurden. Das ist jetzt ja schon ein paar Tage her. Dann haben wir AIDA Blue, die auf dem Weg ist von Dubai in Richtung Mittelmeer. Auch die sollte eigentlich auf direktem Wege von den Seychellen ins Mittelmeer fahren. Aber man hat sich entschieden, die Gäste in Dubai nach Hause zu schicken, um dort eben einen möglichst reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. AIDA Vita liegt im Hafen von Dubai und AIDA Prima ist gerade auf See, um Frischwasser aufzunehmen und weitere technische Dinge vorzunehmen, denn so ein Schiff muss auch ab und zu mal fahren, um eben zum Beispiel Frischwasser aufzunehmen mit den eigenen Maschinen, die dafür vorhanden sind. Ansonsten wird sie aber wieder zurück in den Hafen von Dubai kehren und dort werden dann die Schiffe alle auf ihre nächsten Gäste warten, so zumindest der aktuelle Stand. Schauen wir mal in der App Marine Traffic weiter. Das ist ja eine App, wo man dann auch noch viele, viele weitere Schiffe, eigentlich alle nahezu weltweit beobachten und verfolgen kann. Ich habe hier schon meinen Hafen von Dubai aufgerufen und zwar sehen wir hier noch ganz, ganz viele weitere Schiffe. MSC Bellissima, die Pullman Tour Horizon, die Mein Schiff 5, die MSC Lyrica, Norwegian Jade, Oceania Nautica und AIDA Vita. Also wirklich volles Haus zwischen die MSC Bellissima und die Pullman Tour Horizon wird sich dann AIDA Prima auch wieder heute Abend einfinden. Und dann ist der Hafen wieder voll. Ich habe einen Freund an Bord momentan, der dort arbeitet und er hat mir so ein paar Bilder mal aus Dubai geschickt, denn das sind wirklich einmalige Szenen, dass der Hafen so voll ist, wie ihr hier im Video seht. Und was ich erschreckend finde, ist die MSC Bellissima, die eben hinter der AIDA Prima liegt. Ja, abends keine Gäste mehr an Bord. Das Schiff, wenn es dunkel wird, hat nur noch die benötigste Beleuchtung an. Es sieht wirklich aus wie ein Geisterschiff schon sozusagen. Klar, da spart man natürlich jetzt auch Energie. Man muss ja nicht unnötig das Schiff jetzt voll beleuchten, wenn sowieso keine Passagiere mehr auf den Schiffen sind. Aber es ist ein ungewohntes Bild, was ich euch gerne mal zeigen wollte, denn sowas sieht man nicht alle Tage. Und ich finde, es zeigt nochmal die aktuelle Situation eben auch ganz gut. Aber nichtsdestotrotz wird auf den Schiffen natürlich auch der Crew jetzt ein bisschen was geboten, denn sie haben ja neben ihren Aufgaben an Bord, die entweder normal anfallend sind, die ja immer gemacht werden müssen in manchen Bereichen, aber auch einfach andere Aufgaben jetzt gefunden wurden für die Crew, hat man aber auch ein Crew-Magazin jetzt auf den Weg gebracht, sodass eben auch die Crew mit Shuffleboard-Aktionen und so weiter und so fort auch ja, etwas Beschäftigung findet. Das nicht nur bei AIDA, sondern auch bei anderen Reedereien. Ich weiß es auch von meinem Schiff zum Beispiel, dass dort jetzt auch was für die Crew geboten wird. Das sind dann ja schon ganz erfreuliche Maßnahmen. Und wie man sieht, er sieht ja auch ganz glücklich aus. Also
Da ist jetzt keine extrem negative Stimmung, auch unter der Crew. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Da braucht ihr euch jetzt erstmal so in dem Sinne keine Sorgen machen. Dann schauen wir mal weiter. Was ist mir aufgefallen? Die Mein Schiff 4 zum Beispiel treibt jetzt schon seit gestern mit gemächlichen 1 bis 2 Knoten immer so zwischen Mallorca und Barcelona umher. Also dort ist es jetzt erstmal so, dass dort natürlich auch ein Liegeplatz eventuell noch gesucht wird. Ich weiß nicht, wo die Mein Schiff 4 dann anlegen soll, ob sie noch anlegen soll oder erstmal irgendwo umherfahren wird oder vor Anker irgendwo liegen wird. Zum Beispiel haben wir es hier auf den Kanaren so, dass die Mein Schiff Herz vor Teneriffa tendert. Also sie hat den Hafen von Santa Cruz de Teneriffa wieder verlassen und ist jetzt vor der Küste. Die Mein Schiff 3 fährt gerade zwischen Gran Canaria und Teneriffa. Übrigens, das ist jetzt Freitag, der 20. März, ungefähr 11 Uhr. Also das für euch zur Info, von welchem Datum hier diese Informationen stammen. Schauen wir jetzt mal weiter in die Karibik, denn dort bietet sich ein besonderes Bild, beziehungsweise ganz Karibik ist es gar nicht. Es ist eher die Gegend der Bahamas und Miami. Denn dort liegen ganz, ganz viele Schiffe. Wenn wir mal hier schauen, in der Nähe von den Privatinseln, auch haben wir hier zum Beispiel die New Statendam, die Celebrity Reflection, Marina of the Seas, Oasis of the Seas, Harmony of the Seas, Symphony of the Seas, Navigator of the Seas, New Amsterdam und noch 2 weitere Schiffe von Holland America Line. Weshalb liegen die dort alle? Und hier sind auch noch weitere übrigens unterwegs. Die Anthem of the Seas kommt auch dazu. Wir haben hier die Privatinseln. Zum Beispiel auch hier Coco Cay von Royal Caribbean, wo ich jetzt auch im September gerade erst noch war. Und ich habe gehört, dass dort Schiffe auch anlegen, um die Crew mal von Bord zu lassen, dass sie sich auch mal die Beine vertreten können an Land. Denn dort kommen ja keine anderen Gäste von außerhalb hin, sodass dort auch die Infektionsgefahr von Corona quasi nicht besteht und man die Crew dort mal von Bord lassen kann. Wir haben hier noch die Celebrity Edge, die auch gerade umherfährt. Wir haben viele weitere Kreuzfahrtschiffe, Disney Magic fährt hier auch umher. Hier haben wir noch die Sky Princess, Island Princess, Independence of the Seas und auch vor Freeport auf den Bahamas Celebrity Equinox oder Empress of the Seas. Also ganz besondere Situationen. Vielleicht zur Celebrity Edge nochmal. Dort ist Captain Kate, die Kapitänin, gerade an Bord und hat dort das Kommando. Ich finde, an ihr ist ja auch eine Entertainerin verloren gegangen. Also schaut dort auch mal ruhig auf ihrem Instagram-Kanal vorbei. Das ist ganz interessant. Und dort habe ich nämlich auch gesehen, dass jetzt dort die Crew in die Passagierkabinen einziehen kann. Aber seht selbst. Hey everybody, it's turnaround day, but there's no guest, as you can see. It's crew only for the next month on Celebrity Edge, and we're going to be posting what we're up to here on Instagram, so stay tuned. You know, on board, we have 1,400 staterooms, yes? Well, we have 1,300 rooms, or crew. So, you get a balcony stateroom! Ja, wie ihr seht, also eine ganz besondere Stimmung an Bord. Die Crew freut sich natürlich immens, auch mal den Komfort eines Gastes an Bord genießen zu können für die nächsten 30 Tage. So lange sind die Schiffe ja erstmal außer Dienst gestellt. Also man nutzt dort wirklich die Zeit, damit es auch der Crew jetzt nicht schlecht geht. Die können da ja nun auch wirklich gar nichts für. Und auch hier aus der Gegend mit den vielen Schiffen habe ich nochmal eine Luftaufnahme für euch, wie das so von oben aussieht, wenn dort die ganzen Schiffe liegen. Also auch ein ganz besonderes Bild, wie ich finde. Wenn man das mal sieht. Wenn wir hier mal weiterschauen, in Miami haben wir die Situation, MSC Ammonia liegt vor Anker, vor Miami Beach. Dann haben wir hier im Hafen ganz viele Schiffe, Norwegian Anchor, die Scarlet Lady, übrigens ein ganz neues Kreuzfahrtschiff, das jetzt noch nicht mal mit Gästen gefahren ist, von Europa aus die Transatlantikreise gemacht hat, die Markteinführung jetzt geplant war und das Schiff jetzt einfach mal bis August im Hafen liegt. Anfang August ist dann die Jungfernfahrt, vorher wahrscheinlich noch irgendwelche Einführungsfahrten. Aktueller Stand zumindest. Also es tut wirklich weh, das zu sehen, wenn dort niegelnagelneue Schiffe, vor allem das erste Schiff einer Reederei, jetzt erstmal nicht in Dienst gestellt werden kann. MSC Meraviglia, dahinter dann Carnival Fascination, MSC Divina, MSC Seaside, Oceania Serena. Also wirklich viele Schiffe, wenn wir nochmal weiter nördlicher gucken. In Fort Lauderdale oder vor Fort Lauderdale haben wir hier noch die Adventure of the Seas, die Viking Sky, auch im Hafen noch Schiffe. Also
ein Bild. Wer hätte sich das vorgestellt? Noch Weihnachten, Silvester zum Beispiel, habe ich ja an Bord von Aida Mira verbracht. Wir haben angestoßen auf das neue Jahr, auf viel Gesundheit, auf viele tolle Momente. Ja, und schon wenige Monate später, Mitte März, haben wir so ein Bild. Wer hätte das gedacht? Da sieht man mal wirklich, wie schnell sowas gehen kann. Aber es gibt eben auch die Momente, die einem wirklich rühren, wenn man dann eben sieht, ja, was für die Crew gemacht wird, was dort alles veranstaltet wird. Und was auch die Crew für die Gäste noch macht, wenn das letzte Mal die Gäste von Bord gehen, finde ich auch sehr beeindruckend. Zum Beispiel ist jetzt auf der Mein Schiff 1, als die in der Karibik dann an Land oder als die Gäste an Land gingen und die Crew erstmal für die nächsten Wochen die letzten Gäste verabschiedet haben, gab es ein besonderes Bild, aber seht dort auch bitte selbst. Ja, ganz besondere Aufnahmen dort, was man sonst auch nicht alle Tage sieht, wenn die gesamte Crew dann eben die Passagiere verabschiedet. Ganz, ganz emotionaler Moment, wie ich finde. Und auch sonst gibt es Neuigkeiten, zum Beispiel Carnival Cruise Lines hat gestern Abend bekannt gegeben, dass sie Teile der Schiffe jetzt als Hospital anbieten möchten in den USA, sodass dort eben nochmal zusätzliche Kapazitäten freigegeben werden. Also es sollen nicht Corona-Fälle an Bord behandelt werden, das ist so zumindest erstmal die erste Information, sondern eher normale Fälle, die sonst eben im Krankenhaus behandelt werden. Aber auch ein großer Schritt, finde ich, um eben neue Kapazitäten ja, zur Verfügung zu stellen. Und dann noch zum Schluss noch ein Hashtag We Will Be Back. Zum Beispiel auf der Princess mit den Balkonkabinen, mit der Erleuchtung projiziert worden. Auch ein ganz besonderer Moment, wie ich finde. Und diese Grafik, die ich hier euch nochmal zeigen möchte, zeigt, wir sind alle eine Kreuzfahrtfamilie, gerade auch die Reedereien. Letztendlich sind sie Konkurrenten, aber im Moment muss man einfach zusammenhalten. Sie sind bald zurück, wir warten alle darauf. Und auch ich freue mich, wenn wir alle, wenn ihr, wenn ich alle wieder an Bord kommen könnt und die Schönheit dieser Welt bereisen könnt. Und wir wieder unsere ja, Leidenschaft fürs Thema Kreuzfahrt zurückgewinnen können. Die geht ja auch nicht verloren, sie pausiert gerade einfach. Wir hoffen alle, dass die Corona-Epidemie schnell vorübergeht. Ich bitte euch auch darum, bleibt zu Hause, stay at home und wünsche euch allen gemeinsam, bleibt gesund, wir schaffen das und ich freue mich, wenn wir dann bald wieder so weitermachen können, wie wir es gewohnt sind. Also vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch interessiert und dann bis zum nächsten Video, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.